Wir alle erinnern uns sicherlich an Nick Van Owen, der Teil der Expeditionsgruppe aus Jurassic Park 2 gewesen ist. Also der zusammen mit Dr. Ian Malcolm und Sarah Harding und Eddie Carr auf die Isla Sorna geschickt wird von John Hammond selber, um die Insel, naja, zu erforschen oder mehr um zu dokumentieren, was da alles passiert. Der Hintergrund ist ganz einfach der gewesen, dass die Gruppe der Öffentlichkeit preisgeben sollte, dass diese Tiere da wirklich frei in der Natur leben können, dass wir uns als Menschen eben nicht einmischen sollten. Nick ist mit dabei gewesen, weil er auch ein Aktivist ist, der für Greenpeace arbeitet, deswegen wurde er eben auch von John Hammond angeheuert, weil er damit sehr viele Erfahrungen hat, eben auch im Geheimen zu operieren. Im Geheimen operieren war bei der Mission sehr wichtig gewesen, weil eben noch ein zweites Team auf dem Weg zur Insel gewesen ist. Das hat John Hammond zwar der Gruppe, die er hingeschickt hat, verschwiegen, aber dennoch wusste er das natürlich und hat deswegen einen Nick Van Owen gebraucht, der wusste, wie man das Ganze eben, naja, ohne gesehen zu werden, über die Bühne bringen kann. Wieso ich jetzt hier über Nick quatsche? Naja, du wirst es am Thumbnail-Titel schon erraten haben. Der Knabe verschwindet nämlich im Verlaufe der Geschichte plötzlich und es wird auch nicht erklärt, wo er hin ist. Sobald die Gruppe die Isla Sorna verlassen hat, sehen wir Nick einfach gar nicht mehr. Und der Film geht ja noch ein bisschen weiter. Die Szene mit dem T-Rex in der Stadt, die ich persönlich unfassbar geil finde, die sehr viele nicht mögen. Ey, jedem seine Meinung. Aber Nick fehlt hier und das fällt direkt auf. Auch ihr habt mir ganz viele Fragen geschickt. Tobi, was ist eigentlich mit Nick passiert? Und ich habe mir gedacht, komm, ich finde es für euch heraus und ihr bekommt die Antwort hier im Video. Viel Spaß! Ich bin für euch durch die Weiten des Internets gesurft, um herauszufinden, was mit Nick passiert ist, nachdem er eben zusammen mit dem Rest der Gruppe die Isla Sorna verlassen hat. Wir sehen ja zuletzt nochmal, wie er mit Ian Malcolm, Sarah und mit Kelly war auch noch mit dabei, im Helikopter sitzt und dann zeigt er diese Patronen, die er Roland aus dem Gewehr genommen hat. Ich meine, es waren die Patronen von Roland, genau, deswegen konnte er den T-Rex auch nicht erschießen. Er lässt dann die Patronen so auf den Boden fallen und guckt dann ganz bedeutungsschwanger aus dem Helikopter heraus. Man merkt, der Kerl ist wirklich angeknackt von den Erlebnissen, die eben auf der Isla Sorna passiert sind. Interessant hierbei wird es, wenn wir uns anschauen, was ursprünglich für das Jurassic Park 2, The Lost World Script, vorgesehen war. Und das wusste ich zum Beispiel nicht, bevor ich die Recherche hierfür gemacht habe. Nick Van Owen war in einer ganz frühen Phase der Planung als der Bösewicht der ganzen Geschichte eingeplant gewesen. Das Ganze hätte tatsächlich so ablaufen sollen, dass Nick, so wie wir ihn eben auch kennen, Teil der Gruppe gewesen ist, obwohl er im Hintergrund für jemand anderen gearbeitet hätte. In meinem Kopf ist mir erstmal direkt eingefallen, das hätte ein super cooler Einstieg für Biosyn sein können. Wenn er ein Agent für Biosyn gewesen wäre, das wurde so nie bestätigt, es gibt keinen Hinweis dafür, dass er für Biosyn gearbeitet hat. Erinnern wir uns aber mal an die Stelle, in der Nick auf die Idee kommt, die Saurier freizulassen, wo dann dieses Camp der anderen Ingen-Gruppe von den Sauriern angegriffen wird. Diese Szene sollte ursprünglich der Gnadenstoß für die verbündeten Gruppen sein. Also das Ganze hätte ursprünglich so ablaufen sollen, dass die beiden Gruppen voneinander gewusst hätten, hätten sich aber eher in Ruhe gelassen, während die eine Gruppe eben die Saurier aufs Festland bringen hätte wollen, hätte die andere Gruppe rund um Ian Malcolm und Co. versucht, die Tiere zu dokumentieren. Nick Van Owen hätte aber daraufhin eben das gemacht, was er auch im fertigen Film gemacht hat, und hätte die Tiere freigelassen, wodurch eben das Lager der Roland-Gruppe, nennen wir sie jetzt einfach mal, zerstört worden wäre. Daraufhin hätte es so eine Art Bandenkrieg gegeben. Ich musste hier an The Walking Dead denken, dass quasi die beiden Gruppen auch gegeneinander in eine Art Krieg gestoßen wären. Also er hätte quasi den Auslöser für diese Geschichte preisgegeben. Und ursprünglich sollte eben in dieser Anfangsidee am Ende herauskommen, dass Nick das alles geplant hat und dass er es geschafft hätte, DNS von Dinosauriern von der Insel zu schnappen. Warum das Ganze nicht gemacht wurde, Steven Spielberg ist da wahrscheinlich eher nicht so begeistert davon gewesen, weil er ist ja mehr jemand, der auch Geschichten abschließen lässt, ganz gerne mal. Ich glaube, dass so dieses typische Cliffhanger-Ding ist nicht so ein Spielberg-Stil, oder? Da fällt mir jetzt auch kein Film ein, wo er das mal so gemacht hätte. Nick wurde im Endeffekt aber eben kein Bösewicht, deswegen ist dieser kleine Fakt nett zu wissen, aber das ist nicht der Grund, warum wir Nick nicht im fertigen Film gesehen haben, zum Schluss, als der Rex in der Stadt rummarschiert. In einem Forum habe ich die
Vermutung gelesen, naja, Nick ist einfach nicht mehr mit dabei, weil er hat seinen Job mit John Hammond ja mehr oder weniger erledigt. Die Tiere wurden ja dokumentiert, das Ganze ist natürlich ein bisschen eskaliert, aber eigentlich ist sein Job ja damit vorbei gewesen. Ich bin der Meinung, das ist Quatsch, weil wir sehen ja, wie Nick am Ende auch eine Veränderung durchgemacht hat. Er ist nicht mehr dieser Typ, der ständig nur noch lockere Sprüche bringt. Er ist mehr so ein Typ geworden, eigentlich hat er eine ähnliche Entwicklung durchgemacht wie Ian Malcolm. Er ist von diesem lockeren Sprücheklopfer zu jemandem geworden, der wirklich herausgefunden hat, oh Gott, das ist gefährlich, das sind wirklich echte Lebewesen. Die Szene, wo er dann eben auch Rolands Pistolenkugeln so runterfallen lässt, macht das nochmal ganz klar deutlich. Deswegen denke ich nicht, dass Nick einfach nach diesem Job gesagt hat, tschö, macht's gut. Eine weitere Theorie ist gewesen, dass dieser Clip hier, diese Aufnahme von Nick selber stammen sollte. Aber auch hier gibt's einfach keine offiziellen Angaben, kein Statement dazu, also es kann jeder gewesen sein. Und ich glaube nicht, dass das Nick gewesen wäre, der einfach mitten in der Stadt steht und kurz filmt, wie der T-Rex da amok läuft und dann wieder sagt, geh jetzt heim, chill. Was wir allerdings ganz offensichtlich sehen, oder eigentlich nicht sehen, ist Kelly. Ja genau, Kelly fehlt nämlich auch in der Schlusssequenz, in der wir sehen, wie der T-Rex in San Diego amok läuft. Das Schlüssigste an der ganzen Nummer wäre also, wenn wir nach der Filmlore gehen, dass Ian Malcolm Nick Van Owen dazu verpflichtet hat, auf seine Tochter aufzupassen. Für mich wäre das aber einfach die logischste Erklärung nach der Jurassic Park Lore. Und jetzt kommen wir dazu, was denn wirklich passiert ist, warum war Nick Van Owen nicht in der Szene zum Schluss mit dabei. Und die Erklärung ist ganz einfach und so ein bisschen doof. Die letzte Szene mit dem T-Rex, dieser ganze letzte Akt, der dritte Akt des Films, nennen wir ihn jetzt einfach mal, der war am Anfang noch gar nicht geplant gewesen. Das heißt, dieser Akt wurde von Spielberg erst während dem Dreh von Jurassic Park 2 hinzugedichtet. Das hatte eben zur Folge, dass der Schauspieler von Nick Van Owen nicht wusste, dass da noch was nachkommt und hat den Vertrag dieses Films nur bis zu einem bestimmten Zeitraum unterschrieben. Im selben Jahr kam allerdings noch dieser Film in die Kinos oder auf DVD raus. Auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass der Schauspieler von Nick Van Owen, kurz nachdem er eben am Jurassic Park Set gewesen ist, diesen Film hier drehen musste. Und aus diesem Grund ist er ganz einfach nicht mehr mit in Jurassic Park. Und ja, es ist ein bisschen ernüchternd, aber das ist der offizielle Grund. Der Schauspieler wusste nicht, dass die Szene noch gedreht wurde und deswegen war er nicht mehr im Vertrag drin. Man hätte ihn auch klar locker wieder reinschreiben können, aber wie gesagt, ich habe herausgefunden, dass dieser Film im selben Jahr veröffentlicht wurde, wie eben auch Jurassic Park 2 und ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie ein Zusammenhang dann besteht. Nach offizieller Jurassic Lore gibt es da weder Aussagen vom Regisseur, es gab keine Drehbuchauszüge, ich habe die Time Machine angeschmissen, auch da wird nichts über Nick verraten, auch die aktuelle Jurassic World Website, die immer wieder Infos droppt, hat dazu gar keine Infos rausgegeben. Wir wissen nicht, was mit Nick passiert ist. Ich finde aber einfach, ey, Kelly fehlt, Nick fehlt. Das wäre so eine typische Ian Malcolm-Reaktion gewesen. So, hier, pass auf meine Tochter auf. Wir müssen das jetzt irgendwie regeln mit dem T-Rex in der Stadt. Das würde irgendwie am meisten Sinn machen. Jetzt bist du gefragt. Wie ist deine Meinung dazu? Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.